Ja, Freunde, willkommen zum dritten Teil über den Fatburner. Heute geht es um die Inhaltsstoffe. Das ganze Thema wird heute ein bisschen komplexer, weil wir wirklich mal extrem detailliert da reinschauen, was überhaupt in diesen kleinen Kapseln alles drin sein kann. Aber danach versteht ihr auch mehr, warum sie wirken, warum sie gut sind in einer Diät, warum sie uns unterstützen, aber warum sie auch mit Vorsicht zu betrachten sind. Das alles nach dem Intro. Wenn ihr die ersten zwei Teile über meine Fatburner-Videos noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt hier klicken, dann werdet ihr dahin weitergeleitet. Da geht es eben um die Einnahmen, Nebenwirkungen, was sind Fatburner, was bringen sie. Einfach wirklich alles, bis auf die Inhaltsstoffe, die gibt es jetzt. Und ich habe natürlich wieder eine PDF-Datei vorbereitet über alle drei Teile. Die könnt ihr unten kostenlos runterladen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit! Ganz simpel im Fatburner enthalten, die Stoffe kennen wahrscheinlich noch die meisten, sind Koffein, Grünteeextrakt oder Guarana. Guarana kann zum Beispiel aus der Guarana-Pflanze gewonnen werden, ist ein pflanzliches Energy, will ich es mal nennen. Grünteeextrakt unterstützt auch nochmal die Fettverbrennung und natürlich Koffein gibt uns diesen Hallo-Wach-Kick. Also wir haben mehr Energie, der Körper kann schneller Kalorien verbrennen und der Hunger wird dadurch schon mal eingedämmt. Eine ähnliche Wirkung haben auch noch andere Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel der Bitter-Orange-Extrakt, wird auch Citrus-Orantium genannt, oder Synephrin oder sogar die Chemikalie Capsaicin. Die wird zum Beispiel aus dem Cayenne-Pfeffer gewonnen. Da merken wir schon mal wieder, es sind sogar Gewürze in diesen Fettbrennern mit enthalten, um einfach nochmal den Stoffwechsel anzutreiben. Dann gibt es noch Wirkstoffe, um die Lipolyse zu fördern, also lipolytische Wirkstoffe. Eben ganz einfach, um diese Fettzellen aus unserem Körper zu nehmen, die dann quasi wegzunehmen und dann zu verbrennen. Wenn wir uns also irgendwie aktiv bewegen, dann braucht der Körper Energie und diese Energie wird dann eben aus dem Fetten gewonnen. Der Stoff Phosphorylierung zum Beispiel setzt Fettzellen frei und erhöht so auch noch den Testosteronspiegel von Sportlern. Also gerade im Bodybuilding, im Fitnessbereich, wo man einfach Muskeln aufbauen will, bietet sich dieser Stoff an. Das Hydroxycitricacid, der Hydroxycitronensäure, ziemlich schwer zu merken, mit HCA abgekürzt, kann zum Beispiel unmittelbar vor dem Sport hinzugezogen werden, um dann eben im Sport die Energie aus den Fetten zu nehmen. Also wird, wenn man sich bewegt, die Energie aus den Fetten genommen, so werden diese Fettzellen freigesetzt erstmal und dann im Sport verbrannt. Die Frucht hierfür wird vom Garcinia cambogia Baum gewonnen, falls es jemanden interessiert. Jetzt haben wir schon mal die Stoffe genannt, die notwendig sind, um Fettzellen vom Körper freizusetzen. Diese Fette müssen jetzt aber noch verbrannt werden und hervorragend hierfür eignet sich das L-Carnitin. Wie wir es schon hören, wegen dem L, es handelt sich um eine Aminosäure, die muss nicht unbedingt in Fettbrennern vorhanden sein, kann auch noch extra supplementiert werden und ich finde diese Aminosäure so hilfreich und so wichtig, dass ich auch hierzu noch mal ein extra Video gemacht habe. Zu dem Video kommt ihr, wenn ihr hier klickt. Der Link dazu ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Das L-Carnitin transportiert jetzt die Fette in die Mitochondrien von Zellen, wie zum Beispiel in Muskelzellen. Wenn wir also Energie aufwenden, kommen diese Fette in die Mitochondrien. Mitochondrien sind so mikroskopisch kleine Öfen in unserem Körper, die quasi das Fett verbrennen, die alles verbrennen, um irgendwie Energie herzustellen. Und so werden dann eben die Fette verbrannt, um Energie in den Muskeln herzustellen, um also quasi dafür zu sorgen, dass wir wieder Power haben, dass wir Kraft haben. Wenn wir also Kraftsport machen und L-Carnitin nehmen, werden diese Fette transportiert, damit wir Energie bekommen und gleichzeitig dadurch die Fette verbrennen können. Die meisten von euch werden wissen, dass unsere Schilddrüse dafür verantwortlich ist, wie stark unser Stoffwechsel ist. Leute mit einer Schilddrüsenüberfunktion zum Beispiel können nur sehr schwer zunehmen, weil sie einen extrem hohen Stoffwechsel haben und sehr viel Kalorien deswegen auch dauerhaft verbrauchen. Während einer Diät wird jetzt diese Schilddrüsenfunktion immer wieder runtergefahren. Das ist ganz normal. Der Körper stellt sich quasi auf eine Hungersnot nach circa einer Woche ein. So kommt es dann auch immer wieder zum Jojo-Effekt, weil man dann natürlich irgendwann wieder anfängt zu essen und der Stoffwechsel sich einfach noch nicht daran gewöhnt hat oder die Schilddrüse einfach noch nicht genug Schilddrüsenhormone dazu produziert. Damit es jetzt nicht passiert und um unsere Stoffwechsel quasi konstant zu halten, muss die Schilddrüse jetzt dauerhaft Schilddrüsenhormone herstellen. Ein Pluspunkt für jeden Fatburner sind somit schilddrüsenstimulierende Wirkstoffe. Das L-Tyrosin ist zum Beispiel für die Aktivität der Schilddrüse notwendig. Außerdem wirkt es noch appetithemmend und leistungssteigernd. Der Stoff ist zum Beispiel auch sehr sinnvoll im Fatburner. Um die Produktion der Schilddrüsenhormone weiterhin anzukurbeln und um unseren Stoffwechsel konstant zu halten, werden oftmals Glucosterone hinzugesetzt, wie zum Beispiel auch in vielen Fatburnern, die eben genau dafür sorgen, dass unser Stoffwechsel konstant bleibt oder sogar ansteigt. Ein besonders guter Appetitzügler ist dann noch die Cognac-Wurzel, auch bekannt als Glucomanan.
Und besonders der Heißhunger auf was Süßes wird hier sehr gut unterdrückt. Also gerade die, die öfter mal dazu neigen, ein bisschen Schokolade, ein bisschen hier was Süßes, da was Süßes, könnten darauf achten, dass eben Konjakwurzel oder Glucomanan als Wirkstoff im Fatburner enthalten ist. Die meisten werden es durch die Low Carb Diät schon kennen. Wie der Name schon sagt, für eine schnelle Gewichtsreduktion sollten die Kohlenhydrate runtergefahren werden, damit der Insulinspiegel eben nicht ansteigt und damit eben Fette freigesetzt werden, anstatt dass sie eingespeichert werden. Um das Insulin jetzt auch während der Zufuhr von Kohlenhydraten zu kontrollieren, kann zum Beispiel das Antioxidant Alpha-Liponsäure, auch ALA genannt, hinzugezogen werden oder das Cinnamon-Extrakt, Zimt-Extrakt auch genannt, kennen wahrscheinlich mehrere dann, oder das Spurenelement Chrom. Wem es vielleicht jetzt schwerfällt, die Fette oder die Kohlenhydrate während einer Diät zu kontrollieren oder gar mal komplett wegzulassen, dem kann man noch empfehlen, einen Fettburner hinzuzuziehen, der eben Kohlenhydratblocker oder Fettblocker hat. Da muss man aber jetzt dazu sagen, es gibt noch keine langzeitklinischen Studien, dass sowas wirklich funktioniert. Teilweise sieht man, dass es funktioniert. Ich sage jetzt einfach mal am Abfallprodukt vielleicht, nachdem man die supplementiert hat. Man kann das Ganze auch einzeln supplementieren. Es muss nicht zwingend in den Fettburner drin enthalten sein. Da gibt es auch wirklich sehr viele unterschiedliche Marken und sehr viele davon sind auch tatsächlich Schrott. Deswegen achtet auf die Wirkstoffe, die auch hier drin sind. Das Chitosan zum Beispiel ist ein Extrakt aus Krabbenschalen und es hat die Fähigkeit, die Fette, die nachträglich gegessen werden, an sich zu binden und unverdaut wieder auszuscheiden. Genau das meine ich dann mit Abfallprodukt, dass man quasi im Nachhinein sieht, dass es vielleicht funktioniert hat. Ne? Ein Extrakt aus weißen Kidneybohnen, Phasionis vulsaris oder kurz Phasiolin, hat die Fähigkeit, Kohlenhydrate noch vor der Verdauung an sich zu binden und dann natürlich auch unverdaut wieder auszuscheiden. Das Ganze wirkt in gewisser Maßen, wobei klinische Studien, wie gesagt, gibt es nicht. Man kann es nur erkennen. Dennoch muss man sagen, man darf jetzt nicht einfach wahllos so viele Kohlenhydrate essen, wie man will. Das funktioniert nicht. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema Kohlenhydratblocker oder Fettblocker erfahren wollt, schreibt es mir in die Videobeschreibung, dann werde ich dazu nochmal ein extra Video machen über die Einnahme und alles drum und dran. Während einer Diät befindet man sich immer in so einem Stimmungsloch, man ist antriebslos, dagegen hilft schon mal das Koffein, was wir schon gesagt hatten. Aber auch das Metabolit der Aminosäure Phenylalanin, das Ganze nennt sich dann Phenylethylalanin. Eine ähnliche Wirkung hat auch die Aminosäure Tyrosin. Wenn jetzt die Diät weitgehend vorbei ist und man quasi als Bodybuilder zum Beispiel auf die Bühne will, dann kann sein, man hat schon einen richtig gerippten Body, man hat schon Fett verloren, aber man sieht trotzdem noch so aufgeschwemmt aus. Das liegt an den Wassereinlagerungen, die natürlich dann trotzdem noch da bleiben. Aber auch hierfür gibt es natürlich Wirkstoffe, um dem entgegenzuwirken. Sehr gut hierfür wirkt zum Beispiel ein Fettburner mit dem Andelium-Extrakt oder auch einfach Taraxum officinalis. Der Uva-Ursi, Brennnessel oder Horsetail-Extrakt wirkt auch nochmal entwässernd für den Körper, damit wirklich das Sixpack freigelegt werden kann und man bühnenstartklar ist. Das war's auch wieder mit diesem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Das war der letzte Teil der Fatburner-Reihe. Schaut euch auch die ersten zwei Teile nochmal an. Das hier war jetzt so ein bisschen komplexer, komplizierter, aber vielleicht versteht ihr so ein bisschen, für was die einzelnen Inhaltsstoffe sind. Und nächstes Mal, wenn ihr auf die Rückseite von dem Fatburner schaut, seid ihr vielleicht ein bisschen schlauer. Denkt an die PDF-Datei, Fragen in die Kommentare. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, Daumen nach oben. In Kombination mit Fettburnern sind immer BCAA-Aminosäuren sehr, sehr gut und sehr entscheidend. Zu dem Video gelangt ihr, wenn ihr hier draufklickt, oder der Link dazu ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Ansonsten kommt jetzt noch das Outro. Ja Leute, danke fürs Zusehen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt hier unten den Channel abonnieren, indem ihr einfach auf das TreatClip-Logo draufklickt. Natürlich alles kostenlos und ich lade natürlich auch jede Woche um 10 Uhr samstags ein Video hoch. Apropos Videos, hier seht ihr nochmal andere meiner Videos. Hier oben wieder mal ein Ernährungsvideo und zwar so ganz grundlegend alles über die Diät. Das ist nochmal ganz interessant, nur so diese Grundprinzipien, was man beachten muss. Vielleicht weiß ja der eine oder andere noch nicht, der gerade eine Diät machen möchte. Sehr aufschlussreich. Oder ihr klickt hier unten drauf, da seht ihr mich so ein bisschen in Action und zwar in einem Skatepark. Nein, ich kann nicht skaten, ich mache da natürlich wirklich wie immer nur Handstand, ein paar Seiten und sowas. Das Übliche einfach mit eigenem Körpergewicht. Schaut vorbei, checkt auch meine Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, da kommt so ein bisschen Lifestyle-Zeug rein. Auch so ein paar Ausschnitte hier aus meinen Videos. Schaut einfach vorbei, wie gesagt, wir sehen uns nächsten Samstag. Ciao.